Wien. Der österreichische Mikrokosmos rot-grüner Wahnvorstellungen soll also eine Greta Thunberg-Schule erhalten. Bravo! Die linke Birkenstock-Fraktion der Vereinigten Jutesack und Bioschönheiten, politisch korrekt gegendert, auch Grüninnern geschimpft, will ausgerechnet eine Bildungseinrichtung nach dem weltweit bekanntesten Role Model des Schulschwänzertums, der schwedischen Bildungstouristin und Ökoterroristin Greta Thunberg, benennen. Die heilige Gretel von Schweden, deren Nähe zu fleißigen Schülern in derselben Entfernung wie die von Banken zu deren Bankräubern steht, bekommt, wenn es die Hirngespinste der Haschisch für alle Partei zulässt, einen Bildungscampus. Ganz im Sinne dieser glorreichen Kreation politischer Zweizeller. Eine Zelle für die Verdauung und die zweite zum Schlafen. Wäre es beispielsweise auch ein Friedenszentrum, auf den Kriegsverbrecher Idi Amin zu taufen? Ja, warum nicht? Oder einen Kindergarten nach dem Namen eines amtsbekannten Kinderschänders zu benennen? Was immer zu rasendem Erfolg führen würde, wäre einem Wiener Krankenhaus den Namen der Mordschwestern von Leins zu geben. Weitere Vorschläge gefällig, liebe Grüninnen und SozialistInnen in Wien, gerne. Ein Frauenhaus würde sich mit dem Namen Jack Unterwegers vielleicht erfolgreicher entwickeln, wie auch eine nach Elfriede Blauensteiner benannte Apotheke. Denn bevor sie Mohrenapotheke heißt, warum nicht? Und eine Frau ist sie auch noch. Das wird die feministische Liga innerhalb des rot-grünen Wiens freuen. Wien ist eben anders. Auch dem Massenmörder Che Guevara wurde vor einigen Jahren eine Bronzestatue gewidmet. Warum der Vorplatz vor dem Parlament noch immer nicht Engelbert Dollfuß gewidmet ist, entzieht sich meiner Kenntnis, dürfte aber der Tatsache geschuldet sein, dass es eben kein linker Diktator war. Der linken Fantasie sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Wie auch der kuriosen österreichischen Realität, dass ein Volksschullehrer den Gesundheitsminister mimt, ausgerechnet ein Schnapsfass den Sportminister abgibt und eine nicht rechtskräftig verurteilte Internetverleumderin als Justizministerin den Hass im Internet bekämpft. Das entspricht übrigens einer ganz alten österreichischen Tradition, wonach auch ein gelernter Finanzminister der beste Steuerbetrüger sein kann. Nur weiter so im Karussell des Wahnsinns.